Jetzt sollte es besser sein. Ich habe wieder jemanden bei mir, der bis jetzt exklusiv mit Stricker TV redet. Alle Medien sind ihr hinterher nachgerannt. Ich habe sie bombardiert mit Nachrichten. Sie hat mir im Vorgespräch gesagt, 2000 Nachrichten auf ihrem Handy. Das sind ja krasse Verhältnisse. Und ich habe jetzt Vergnügen, nochmal ausführlich mit ihr zu reden, damit wir noch ein paar Punkte klären, die wir im ersten Gespräch von Dussler haben und ein bisschen mehr über das berichten, was vorgefallen ist. Hi Melanie. Hallo, du bist Dani. Jetzt im Bild. Danke mal, dass du mir noch ein Interview gibst. Du hast ja gerade vorne erzählt, dass du ganz viele Nachrichten bekommen hast. Sind das vor allem gute oder schlechte Nachrichten, die du gehört hast? Viel mehr gute Nachrichten. Wirklich viel mehr gute. Und das macht mir mega Mut und bin erstaunt, weil ich habe jetzt wirklich nur gemeint, es werden sich die Leute melden, die sich irgendwie ja, bedroht oder getöpft fühlen. Keine Ahnung. Aber ich bin mega, mega erstaunt, dass die Zeit eine gute Zeit wird sein. Ja. Ja. Und machen wir es mit Massenmedien, konzentrieren wir uns aufs Negative. Es gibt mehr Klicks und mehr Views. Genau. Bei den Negativen, wie würdest du das sagen, Prozent, wie viel war es sachlich gewesen, wie viel war es beleidigend gewesen, wie auch, hast du wirklich konstruktive Kritik gehabt, die du gefunden hast, da hat er vielleicht den Punkt? Oder ist es alles oberflächlich gewesen? Wie gesagt, es hat sehr, sehr böse Sachen darunter gehabt. Also wirklich extrem, so etwas habe ich noch nie erlebt, wenn jemand heftige Morddrohungen rauslässt. Und das nicht nur jemand, es sind immer wieder, es sind so viele gewesen. Und das Problem ist, sie sind mit einem Fake-Profil drin. Weder mit dem richtigen Namen noch kein Foto. Und es ist halt ein bisschen schwierig. Und ich bin sogar auf ein paar drauf eingegangen und habe gesagt, ja, warum das Ganze? Und habe den Dialog gesucht. Aber sie sind so voller Hass, das ist unglaublich. Und wenn ich sie frage, warum, heisst es einfach nur, dass ich eine dumme Schlampe bin. Ich kann es nicht anders sagen. Ja, ich habe ja ein Sendung gemacht. Coole Begründung. Ich habe ja so ein Sendung gemacht, und auch nur zu den Kommentaren, die dir zugeschickt worden sind, wo wirklich alle schlimmen Worte gebraucht sind. Ich habe heute auf Facebook etwas gepostet, wo mich einer sagt, ich sei der Größte. Ich weiß nicht was. Jemand hat geschrieben, ich soll mich konzentrieren, dass er geschrieben hat, ich sei der Größte. Sonst weiß ich nicht was weglassen. Und er hat mich auf Guantanamo wollen haben. Damals bin ich relativ verschont worden. Ich glaube, sobald du im Bild bist, fokussiert sich die ganze Aufmerksamkeit auf dich. Aber leider nicht nur im Guten, sondern eben auch im Schlechten jetzt. Und ich wollte das ein bisschen drum hervorheben, weil ich auch aufzeigen wenn man die Massenmedien das sagen, der mit Daniel Koch ist da angegangen, angegriffen, auf ihn losgegangen, sage ich und so. Oder der arme Arthur Honecker hat einen bösen Tweet bekommen. Oder dass man einfach mal sieht, was passiert, wenn Massenmedien primitiv den Hetze auf uns Corona-Leugner und so weiter, was dann passiert, wenn ganz normale Bürger einfach mal die Öffentlichkeit suchen, um ihre Meinung zu sagen. Und ja, du bist halt da voll im Shitstorm in jetzt ein bisschen gelandet, aber du hast gesagt, es ist vorwiegend auch gut gelaufen. Hast du etwas festgestellt bei diesen Nachrichten, was irgendwie besonders sich wiederholt hat? Sind die Leute sehr gut informiert gewesen oder hast du gefunden, da hat es ein gewisses Defizit? Also, ich habe gemerkt, dass ich meine Texte kopieren kann und einfach weiterleiten. Sie kommen mit einer Aussage, die ich nie gemacht habe. Sie haben gesagt, ich habe behauptet, der Virus gibt es nicht. Habe ich das irgendwo gesagt? Nein, habe ich nicht. Und ich habe immer gesagt, egal was ihr mir vorwerft, zeigt mir Beweise. Und meistens hört es dort schon auf und dann werden sie schon beleidigend, wenn ich sage, zeig mir den Beweis, dass ich das gesagt habe. Ich habe das nie gesagt. Und dann fängt es schon an, dann fängt sie an zu beleidigen. Und dort merke ich einfach so, was ist jetzt das Problem? Ich suche ja den Kontakt, also ich wollte ja darüber reden. Ich möchte es klären. Und jetzt habe ich einfach gemerkt, dass ich auch da jetzt bei dir das kann nutzen, um die Antworten zu geben. Mit einem Video, dass ich das Zeug nicht mehr muss kopieren und weiterschicken. Und ich sage es nochmal, ich habe nie behauptet, dass es das Virus nicht gibt. Also wie viele Menschen... Ja. Entschuldigung. Also das mit dem Virus, das es nicht gibt, dass das quasi eine Einbildung sei, das hat der Journalist mir gegenüber, ich will nicht zu fest in die Internas gehen, aber er hat gesagt, das sei ein Betriebsunfall gewesen. Das sei wirklich
eine Art verschlimmbessert worden, kann man sagen. Und er hat sich, also, das tut ihm in dem Sinn leid. Also, und er hat mir es, ich weiß, es klingt jetzt doof, aber ich habe ihm das geglaubt, dass er selber das nicht hätte wollen, dass er da drin steht. Manchmal hat er den Text noch ein bisschen rumgeschraubt, redigiert, werden Zwischentitel gesetzt. Und in dem Fall hat er einfach jemand, der gemeint hat, er müsse jetzt den Bericht noch ein bisschen besser abrunden, hat das eben das verschlimmbessert. Und er hat mir gesagt, der Satz dort mit der, das darf ich glaube erzählen, oder Marco? Bei Duzis mit dem. Er hat gesagt, dass ich am Glätten war, am Abend, wo er meine Sendung gehört hätte. Und wo der Satz gefallen sei, Corona sei Einbildung, da sei ihm, also er hat es wirklich den Deckel gelupft. Also, er musste nachschauen, er hat gesagt, er lässt seine eigenen Artikel gar nicht mehr durch. Oder? Das macht man normalerweise nicht. Ich schaue meine alten Sendungen auch nicht nochmal an. Und dann hat er es wirklich gesehen, dass es so ist. Und dann hat es da eben intern ist das geklärt worden. Ich will nicht mehr ins Detail gehen. Aber ich glaube, Krass. dass der Marco selber da ein Stück weit, also dass er es sicher nicht wollte. Und ich würde jetzt am Platz als Ganzes, nichts unterstellen, da ist einfach eine Person wahrscheinlich, die das verschlimmbessert hat mit dem Corona-Leugner. Aber wie dir vielleicht aufgefallen ist, seit ein paar Tagen hat der Blick das Wort Leugner nicht mehr verwendet. Bei dir haben sie es eben einmal gebracht, aber man wird es wahrscheinlich jetzt in nächster Zeit nicht mehr lesen. Jetzt klingt es wirklich Das von ist mir gleich. Ich Corona-Skeptiker. meine, es ist gut, weil so kommen die Leute auf mich zu und dann kann ich den Dialog suchen. Ich sage, wie viele Menschen sind positiv getestet worden oder haben Corona gehabt, aber haben nichts davon gemerkt und sind eigentlich, ja, eben, man sagt ja immer, wenn man der Träger ist, ist es ja genauso schlimm. Das heißt, du kannst andere anstecken. Und jetzt komme ich wieder zurück zu dem, was ich immer sage. Ich möchte nicht verantwortlich sein für andere, ihre Gesundheit, wie auch umgekehrt nicht. Auch wenn ich der Träger könnte sein und mich topfit fühlen. Und für mich ist das einfach ein Beweis wieder, falls ich Trägerin bin und das Virus habe und nichts merke, ist es ja kein tödlicher Virus. Und wer trifft es nachher? Es trifft die Schwachen, die Vorerkrankten. Und dann sollen sie sich schützen, finde ich, die Schwachen. Und nicht mehr, mehr, wo fit sind und wo gesund sind und, sorry, leben wollen. Das ist eben das, was ich den anderen will, näher bringen will. Die Schwachen sollen Abstand halten, Masken tragen, von mir aus impfen lassen. Sie sollen sich das Gift spritzen, wie sie wollen. Literweise Hände desinfizieren. Übrigens, das schwächt, das Immunsystem. Immer wieder die Hände desinfizieren ist nicht gesund. Wir brauchen Bakterien, um unser Immunsystem zu stärken. Und das ist ja das, wo ich, sie sagen, ich sei nicht solidarisch. Weil, ja, ich finde, das hat nichts mit dem zu tun. Wenn eine ganze Wirtschaft an die Wand gefahren wird und wir nachher so viele Arbeitslose haben und wir müssen die nachher zahlen, dann will ich schauen, wie solidarisch die Leute sind, die jetzt sagen, wir spinnen. Und der Klassiker, ja. Dann zahlen die, die nachher arbeitslos sind. Ihr seid ja so solidarisch. Ich bin auch solidarisch. Ich möchte nicht, dass es so weit kommt. Also, ich Ja, verstehe es nicht. genau. Jetzt ist es so, dass man, Entschuldigung, ich hatte ein Problem mit dem Bild, jetzt habe ich die Seite gewechselt, tut mir leid. Jetzt bist du plötzlich Ach. links, das ist gut, kann dir niemand linksextrem oder rechtsextrem vorwerfen. Das ist nicht da gestanden. Ich glaube, das ist einmal in deinem Leben, wo ich Glück gehabt mit deinem Itch, oder in deinem Namen. Das ist wahrscheinlich Ja, nicht immer gell? ein Vorteil in der Schweiz, aber der Rassismusvorwurf hast du noch nicht gehört, oder bis jetzt? Mal, extrem Au! oft. Das ist, weil ich Ja. demonstriere. Ich bin immer in Berlin, Stuttgart, da, und 6 Leute Platz und jedes Mal heisst es, da die Rechtsextremen, ich sei ein Nazi und dabei haben wir auch Schwarze drunter. Also ich verstehe es einfach nicht. Die Leute, also die haben absolut einen Schaden. Ich kann es nicht anders sagen. Ich will mehr Ich sagen, Massenmedien können sehr gut aufgreifen. Sie können eine Frau Itsch, ich sage es extra nicht den ganzen Namen, eine Frau Itsch nicht so gut in die Ecke stellen. Wird mehr Bakti ist es schwierig, ihn als Nazi darzustellen, weil es ist einfach optisches Problem, das zu machen. Oder? Und bei dir ist ja der Name vor allem oder ausschließlich. Und Ja, ich sage, ich bin froh, dass ich College heiße momentan. Es kommt mir zu gut. ausnahmsweise mal, oder? Ich glaube, es ist auch wieder mal ein Genau. Nachteil Ja, gehabt im Bewerben ausnahmsweise. und Du so. sagst es. Genau. Überall wirst du in eine Ecke gestellt. Ja. Und also, das heisst also, die Leute, die dir schreiben, die tun zum Teil dich fehlinterpretieren. Das ist ja dementsprechend drum so, wie man dir gar nicht wirklich eine Plattform gegeben hat bis jetzt in den Massenmedien. Hättest du gar keine Lust, zu einem Massenmedium zu gehen? Ich habe das jetzt auch gemacht. Bei mir ist eigentlich das recht gut rausgekommen. Ausnahmsweise muss ich sagen, ich glaube, ich bin der allereinzige
Skeptiker von der Bewegung, wo positiv oder neutral, positiv ja nicht, neutral dargestellt worden ist. Willst du es nicht machen, weil du Angst hast davor? Willst du es nicht machen, weil du... Was ist der Grund, dass du das nicht machst? Also warum ich zu dir gekommen bin und nicht zu den anderen? Mhm, genau, ja. Es ist ja ein klarer Fall. Journalismus bedeutet für mich, etwas zu bringen, von dem andere nicht wollen, dass es veröffentlicht wird. Und ich finde einfach, dass das machst du, wie auch zum Beispiel auch der Roger Bittel und der Samuel Eckert. Und es gibt noch so viele andere. Und ich komme lieber zu euch, weil bei Blick 20 Minuten, now.ch, Tele Zürich, wer auch immer gekommen ist, die berichten nicht richtig. Und ich mache das einfach nicht mit. Und sie schneiden alles zurecht. Wie oft habe ich ein Interview gegeben, wo 3 Minuten geht. Und ich finde, ich habe dort Sachen gesagt, die tiptop sind, die es mega auf den Punkt bringen. Oder habe eine Gegenfrage gestellt und sie sind mega blöd durchgestanden. Nichts von dem haben sie gezeigt. Gar nicht. Auch jetzt zeigen sie es nicht, dass sie zu dir kommen, statt zu ihnen. Und sie berichten auch nicht darüber, dass sie mich gesucht haben und dass sie mit mir unbedingt das Interview wollen machen und auch öfters immer wieder gefragt haben, dann habe ich einfach müssen sagen, ja, bringen das in die Zeitungen, warum gehe ich jetzt zum Daniel Stricker und nicht zu ihnen? Das bringen sie alles nicht. Das bringen sie alles nicht. Mir hat der schon 90 Minuten interviewt und 0 Minuten gebracht bis jetzt. Sie haben es aber im Archiv und jemand gemeint, ja, dann packen sie das aus und können es doch noch brauchen. Aber meine Frage ist, wenn jetzt zum Beispiel Clip TV oder eine Arena oder so, jemand von den Grossen, würde sagen, ja, kommen Sie zu unserer Sendung, Sie können ungeschnitten ein Interview machen. Würdest du das machen? Ich würde gehen, aber ich würde dich mitnehmen. Nur mit mir zusammen? Ja, genau, dann würde ich gehen, weil sonst fängt es dann so an, dass es irgendwie 5 gegen 1 ist, oder wie viele sind denn dort? 4 oder so. Ja, meistens mehr. Sie haben ja den Daniele Ganser dort so etwas von kaputt gemacht und das geht gar nicht. Also, dann, das war der Punkt, gewesen, dass ich Arena nicht mehr geschaut habe. Ja, also ich bin ja gewöhnt, Sidekick zu sein. Ich bin im Ruckli schon der Sidekick. Ich würde mich sehr freuen, einfach Melanie der Sidekick zu sein. Das wäre wirklich lässig, wenn wir uns eine Chance geben, in einem ungeschnittenen Gespräch zu argumentieren, egal gegen wen, gegen einen Moderator, gegen einen Paniker. Aui, sie sollen alle kommen. Ja. Wobei es eben der Schweizer Fernsehen sagt, ja, man redet eben quasi, wir sind nicht zum Ernst nehmen. Man nimmt zwar den gewissen Leuten schon ernst, die keinen Leistungsausweis haben, die einfach für eine Bewegung sind. Bei den Libero zum Beispiel hat man mit der Flavia, wie hat sie geheißen, haben problemlos in die Arena eingeladen, aber jemand wie dich und mich werden wahrscheinlich nie in der Arena sehen, weil wir einfach, wir haben ja keinen Doktortitel. Und sogar wenn man einen Doktortitel hat, abstruse Ansichten werden im SRF nicht verbreitet. Aha. Gut, also, so aber falls das doch würde kommen, also dann wäre doch super, wenn das würdest du knüpfen, sagen, wir können jede Sendung und wir können live reden und du nimmst mich mit und dann werden wir zum Dream Team auf Anti-Corona-Massnahmen-Bewegung. Ja, sehr gerne. Ja. Nein, wirklich, ich sage, ich bin schon offen für so Zeug. Und sie müssen sich auch einfach selber bewusst sein, sie sollen ihre Arbeit hinterfragen. Wieso gehe ich nicht freiwillig zum Blick? Sie haben es ja wollen. Wieso gehe ich nicht zu Tele Zürich? Wieso echt nicht? Es ist so klar, du hast es selber erwähnt, man darf nicht selber noch aufnehmen, während man dort ist. Das sagt ja schon alles, nicht? Genau, also ich bin davon ausgegangen, dass ich spätestens jetzt schon ein Nazi, Antisemit und was irgendwas bin. Ich habe es bis jetzt, glaube halb durch Geschick und halb durch Glück können vermeiden. Aber früher oder später werde ich wahrscheinlich so geframed werden, abtischt werden. Bis jetzt habe ich Glück gehabt. Und darum, ich rechne damit und ich rede auch mit der Massenmedien, weil ich finde, es ist eben doch eine Chance, auch wenn man schlecht dargestellt wird, die Meinung rauszubringen, eine Gegenmeinung zu zeigen. Ich habe einen Kanal, der dann wächst, weil die Leute neugierig sind. Aber rein als Privatperson würde ich natürlich die Massenmedien auch meiden, weil nichts Gutes davon entstehen kann, würde ich sagen. Mhm. Ja. Aber ja, hast du Sachen, wo man, weißt du, jetzt mal rein inhaltlicher Natur, zum Beispiel so zu der Impfszene, zu der Impfsache, jetzt habe ich gerade gesehen, bei Blick steht ganz gross drauf, wie da mehrere Leute vom Impfen geimpft worden sind von einer Testimpfung und die haben Kopfweh, Schlaflosigkeit und alle möglichen Symptome. Das Thema. Ja. Impfungen gibt es schon so lange. Und eben die Grippeimpfungen. Und ich kenne Leute, die sind immer noch krank. Und wenn wir jetzt das, also
Eben, die Grippeimpfung, finde ich, bringt ja nichts. Wir haben jedes Jahr Influenza-Zeit. Immer. Im Winter. Und man wird immer wieder Leute finden, wo krank sind, trotz Impfungen. Die Viren mutieren. Und ich finde einfach, ja, wenn man krank, ich finde einfach so einen gesunden Menschenverstand, wenn man sich krank fühlt, bleibt man daheim. Einfach zum anderen nicht anstecken. Und eben, jetzt komme ich wieder zurück zu dem, was mich andere immer fragen. Er hat mich gefragt, ob ich mich würde impfen lassen. Ich sage nein. Er fragt mich, warum. Schon nur, dass ich das muss erklären. Eine Impfung ist für mich pures Gift. Ich mache das nicht. Und schon gar nicht gegen eine Grippe. Und wenn er das machen will, soll er das machen. Und ich sehe einfach, dass die Menschen um mich nicht am Sterben sind. Wir haben keine Pest. Sie haben so Angst geschürt, so Panik gemacht. Und ich sehe einfach das Virus nicht. Ich sehe es nicht. Würden alle Menschen um mich sterben, dann würde ich es ja verstehen. Aber wir haben die Pest nicht. Und eben, wie ich erwähne mich, wiederhole mich wieder. Gesunder Menschenverstand. Wenn ich daheim, wenn ich krank bin, bleibe ich daheim, zum anderen nicht krank, anstecken. Darf ich das sagen, bei den Massnahmengegnern, also unsere Bewegung hat es auch doch ist Spaltung drin, auch wir sind vielleicht da leicht anderer Ansicht, wobei ich bin kein Impfkenner, aber ich habe quasi schon, bei mir hat es schon das Bild verfestigt, dass so eine Polio-Impfung, eine Tollwutimpfung und andere Das ist etwas Impfungen, anderes. Starrkrampf, genau, die über Jahrzehnte getestet sind, wo wirklich nützen. Wobei ich habe einmal eine Starrkrampfimpfung gemacht, da bin ich genau 2 Tage, oder also weiß nicht wie lange, das ist leider zu lang her, dann ist auch miserabel gegangen. Aber grundsätzlich glaube ich schon, dass die Impfung, ähnlich wie das Penicillin, auch eine grosse Erfindung ist. Aber mir haben jetzt mehrere Ärzte gesagt, normalerweise geht es 5 bis 10 Jahre, bis so ein Virus, bis so eine Grippeimpfung, nicht Grippe, eine Impfung grundsätzlich getestet ist. Und jetzt macht man es so mit dem Schnelldurchlauf. Und da ist ganz klar, dass das einfach sehr, sehr gefährlich ist. Also, Und ich habe nicht wollen gegen Impfungen jetzt gegenreden. Die Viren, die nicht mutieren, so wie du jetzt gesagt hast, das macht ja Sinn. Aber gegen eine Grippe impfen oder gegen Covid-19, da gibt es Covid-20, Covid-21. Ich wollte nur das den Menschen ein bisschen näher bringen. So hinterfragen. Ich habe einen Hausarzt, ich erwähne ihm seinen Namen nicht, aber er sagt das Gleiche. Es gibt Also, Impfungen, die Sinn machen und es gibt Impfungen, die nicht Sinn machen. das Interessante ist, bei der Grippeimpfung habe ich gehört, das ist ein Widerspruch auf den ersten Moment. Sie funktionieren, aber sie nützen nichts. Und zwar aus dem Grund, das kann aufschlüsseln, sie funktionieren darum, weil die Impfungen von diesen Grippeviren, die man impfen, die Grippeviren kommt man tatsächlich nicht mehr über. Aber der Körper hat ganz viel Platz dann, Real Estate oder so. Ich habe einen englischen Podcast gehört. Und dann wird das einfach mit anderen grippeähnlichen Viren dann gefüllt. Und am Schluss hat man statistisch gesehen genau gleich Lungenentzündungen und Leute werden sterben, wenn man nicht geimpft hätte. Also sie wirken auf die Influenza-Viren, die man impft, aber es nützt nichts, wenn einfach andere Viren kommen. Wie du vorhin gesagt hast, es kommen dann einfach andere, oder? Weil er mutiert, Ja. oder? Weil die Viren mutieren. Ja. Ich habe mir noch, ja, Nein, nein. sorry. Was hast du dir? Ja. Ich habe mir noch etwas notiert. Und, also, es war eine Frage, ich weiss die Frage nicht mehr auswendig von dieser Frau. Irgendetwas wegen der Masken, es ist doch nicht so schlimm, wir sollen uns jetzt doch mal ein bisschen unterwerfen und eben solidarisch sein, immer das Wort solidarisch. Mir immer ein schlechtes Gewissen wollen machen, das funktioniert nicht. Wer einmal wach ist, bleibt wach. Das hast doch du auch mal gesagt, oder? Ich glaube Ich schon, glaube, dass nicht jemand na, wieder das hast du einschläft, gell? gesagt. Und dann habe ich sie mal gefragt, ja, okay, also wenn das ja wirklich so eine Pest ist, wieso gibt es kein Sonderabfall für die Masken? Nur so zum Beispiel, ein Beispiel. Hey, die werden gerade aggressiv. Du stellst eine Frage, eine berechtigte Frage. Oder Masken, die Leute, die, was machen sie? Auto lackieren zum Beispiel, haben ja ganz spezielle Masken. Ich glaube, das wird eher etwas nützen gegen einen tödlichen Virus als das Stück Stoff, das wir müssen tragen müssen. Und Und ich glaube nicht mal wenn das man. eben wirklich. Also ich glaube, es braucht wirklich, man hat ja gesehen, die Bilder beim Contagion schauen, das ist ein Hollywood-Film, die sind wirklich im Raumanzug dort, mit so einem Deckel übergrind und haben also wirklich komplizierte, teure Schutzmasken an. Und nach meiner Meinung ist es voll okay, wir können alle diese Schutzmasken verschenken, all den Leuten, die es brauchen, können so in den Zug einsteigen, einfach dann bin ich in Ruhe, werde ich in Ruhe gelassen. Dann werden wir halt nochmal ein paar Milliarden verlochen mit Raumanzügen und so Helm. Aber dann hätten wir Ruhe, dann kann jeder rumlaufen, wo will.
Ja, aber eben, wenn du, ich habe das jedes Mal gemerkt, die Leute schauen mich so böse an, mit einem, wirklich mit einem bösen Blick. Und ich glaube, das haben sie vielleicht auch wollen, dass wir untereinander uns streiten, also uns verstreiten, weil es gibt die, die Angst haben und die, die das Zeug hinterfragen und sagen, sorry, mach das nicht mit. Und ich merke es, wenn ich einkaufe ohne Maske, die schauen mich an. Also wirklich ganz schlimm. Und ich schenke ihnen jedes Mal ein Lachen und dann sind sie völlig verwirrt und verlegen. Und ich finde es immer wieder lustig zum Beobachten. Also ich Wie hast du gehe dich angegriffen absolut beim nicht. Posten? Erzähl mal. Entschuldigung, dass ich unterbrochen habe. Aber erzähl doch Also mal, jetzt wie das muss ist. ich Werbung machen. Darf ich sagen, wo ich meistens einkaufe, wo ich noch nie angesprochen worden bin? Darf man Ja, das? aber Soll ich musst das du machen oder nicht? aufpassen. Du machst jetzt ein Lob und nachher kommt die Person auf den Deckel über, Eben. weil er sich falsch verhalten hat, Eben. oder? Also ich sage nicht, wo ich bin, einkaufe, aber ab jetzt gehe ich immer dort einkaufen. Die hat mich noch nie darauf angesprochen. Ich habe mein Attest nicht müssen zeigen, gar nicht. Und ich gehe ab jetzt immer dort einkaufen und schenke jedes Mal allen ein Lächeln. Ist es ein Also dort bin ich jetzt Grossverteiler schon, oder ist ein ja, kleinerer Laden? Ist es ein Grossverteiler? ein Also grosser. Migros, da kannst du schon sagen, wo, musst du gerade sagen, wo, aber dann ist es ein Migros oder ein Coop in dem Fall. Soll ich Kannst sagen du, oder nicht? ich glaube, ja, weißt du, solange du nicht sagst, welche Filiale, kann man ja die Filialleiterin nicht dran haben, dann weiß man nicht genau, wer das Ja, gemeint aber ist. man weiss ja, wo ich wohne. Ah, jetzt hast du verraten, dass du dort gehst, Posten, wo du Nein, es ist nicht wohnst. in Wangen. Es ist nicht in Wangen. Eben dann, da kannst du ja sagen, ja. Komm, sag's doch. Nein, also all die habe ich bis jetzt sehr gute Erfahrungen gemacht Ja. und dennoch, obwohl ich immer auch ins Migros einkaufe, muss ich sagen, jetzt bei diesen zwei, bei denen bleibe ich, da bin ich nie angesprochen worden und ich finde es super. Ja. Und ich habe gehört, dass die Leute zum Teil richtig aggressiv angegangen wären. Einem ist in der Bäckerei der Service verweigert worden, obwohl er einen Test hatte. Und dann hat er darauf bestanden, dass er bedient wird, dann hat die Chefin ihn bedient. Aber die Mitarbeiterin nicht wollen. So etwas hast du nicht erlebt. Also in Deutschland, ich rede von dem, also das, was ich erlebt habe mit bösen Blicken, ist auf Deutschland bezogen gewesen, nicht in der Schweiz. Habe ich noch vergessen zu sagen. In Okay. Deutschland ist es so gewesen, wir sind eine große Gruppe gewesen, sind an Demo gegangen und sind wir ohne Maske reingelaufen und ey, ein riesen Aufstand, wirklich Katastrophe. Und der eine hat gesagt, ich wollte mit dem Chef reden, ist der Chef abgekommen, er ist noch barfuß gewesen. Und dann ist das Thema gewesen und nicht Maske. Wer ist Also barfuß darfst barfuß? Ah, ein ein Kollege von Kollege von mir. dir. Und dann sind sie von Maske runter zu den Füßen, er darf nicht barfuß da reinlaufen, es sei verboten. Und dann hat er natürlich auch lachen, hat der Chef wollen, wie sagt man? Reden, Aber ja. rufen, er soll daherkommen. Und er hat es voll durchgezogen. Steiert, er hat gesagt, so, ich wollte sehen, wo das im Gesetz steht. Und wir haben da irgendwie fast 40 Minuten verloren, weil wir jetzt einfach wollen, ja, das klarstellen. Und schlussendlich ist er gleich rein und hat sein Zeug gekauft und ist wieder raus. Und Ja, man merkt es einfach, du merkst an den Leuten, wer auf deiner Seite ist und wer nicht. Du merkst es Also das sind drinnen, wie Helden die des Leute Alltags, anschauen. oder? Wer so etwas durchzieht, ist Helden des Alltags, weil es ist ja schon zermürbend, oder? Wenn man in die ÖV steigt, immer die gleichen Diskussionen. Sogar mit Attest ist ja schon eine Belästigung, wird man belästigt, wie man den Leuten erklären muss, dass man eins hat und die Leute verstehen das nicht, weil niemand das wirklich aufklären kann. Dass man in der Und ÖV keine Maske mehr tragen kann, wenn man es getestet hat und so weiter. ja, oder eben, man bringt es so weit, dass man sagt, holt die Polizei, weil es ist das Notrecht ist nicht Gesetz, auch in Deutschland Ja, nicht. ich glaube, in der Schweiz haben sie noch niemand bis jetzt aus einem Zug rausgerupft oder gebüsst. Sie tun einfach nur mal psychischen Druck machen an die Polizei, dass man den Zug verlässt, aber dann hat man wieder Ruhe. Und beim Posten Wenn du weiß ein ich gar Billett nicht, kann man hast, da. Kann sorry. man im Posten die Läden dran haben? Das weiß ich gar nicht, ob es ein Gesetz gibt, zum die Läden dran haben. Vielleicht weißt du das. Aber ich glaube. Soviel ich weiß, ist, wenn du Zug fährst und ein gültiges Billett hast, dürfen sie dich gar nicht rausschmeißen. Maske, Genau, eben da. Maske. Ich habe eine coole Story. Ich habe einen gehört, wo die Maske im Hosensack hatte und dann ist der Kontrolleur gekommen und hat gefragt, wo er die Maske hätte. Und er so, ja, ich habe sie ja da. Es steht nicht, dass man sie im Gesicht muss anhaben. Es steht, man muss sie dabei haben oder einfach nicht mehr anhaben, aber nicht im Gesicht. Tragen Und der kannst du über die Kontrolleur Schulter ist tragen. so durchgedreht, das ist richtig, ja, es ist eine coole Story gewesen, wo ich sie gehört habe, ich so musste lachen. Also die Leute sind wirklich Hammer, die es durchziehen und ja, sich nicht lassen unterdrücken.
Ja. Was eben, glaube ich, die Masken befürworten und nicht verstehen, die sagen alle, ist doch, auch der Journalist hat mir gesagt, ist doch gleich, der hat die Masken angehabt, man kennt den Sack aus der Krone. Das ist ja doch dann der Fall, wenn man findet, dass es ja vielleicht doch ein bisschen nützt oder doch ein bisschen Sinn macht, oder? Ich sage es auch, wenn Masken würde nützen, macht es keinen Sinn, statistisch gesehen, weil es ist meint einfach niemand krank, oder? Aber ich glaube, was eben dass man Brücke bauen zu der Corona-Paniker ist, tut ihr einfach mal in das Bild hineinversetzen, dass ihr jetzt einfach müsst eine Burka tragen müsst. Obwohl ihr nicht religiös sind. Aber ja, man müsste jetzt eine Burka tragen, weil Allah kann es vielleicht doch geben und es nützt nichts, schätzt nichts, oder? Und jetzt laufen wir einfach mit der Burka umeinander. Auch Männer legen jetzt Burka an, weil es gibt ein neues Gesetz vom Islam. Aber das ist jetzt nur imaginär. Und jetzt müssen wir alle mit der Burka umlaufen. Und so fühlen wir uns ja, wo das ganze Zeug durchschauen, die Statistiken kennen. Und darum haben wir die Dissonanz, dass eben dann auch die von den Massenmedien antrieben, die Leute finden, tu doch nicht so blöd, leg den hohen Lappen an, oder? Dabei ist es eben für uns eine Demütigung und da können die Leute nicht nachvollziehen. Es ist krass, es hocken sogar Leute allein im Auto mit einer Maske. Ja, Um sich genau, im selber zu schützen Cabrio, vom ich habe Virus. alles gesehen. Ja, genau. Ja, Ja. eben. Vom Oder wenn es Posten sind regnet, sie haben einfach sie die aufs Zweite. Maske an. Und ich überlege mir so: Hey, Leute, bitte, hört auf. Und eben genau bei so Leuten laufe ich vorbei und lache sie einfach an, weil sie mir einfach leid tun. Sie tun Früher mir haben sie wirklich immer einen mega leid. Maskenfetisch gehabt. Es gibt ja Männer, die gerne mit Strapsen unter den Jeans rumlaufen. Und jetzt haben sie die grosse Chance von Corona, jetzt können sie endlich ihre Maske anlegen und ihren Fetisch pflegen, wo sie eben nie haben können. Vielleicht ist es darum, von gewissen Leuten so eifrig, wie sie es so geil finden, eine Windel im Gesicht zu haben. Ja. Aber du erzähl mir doch Nein, mal ich sage, schnell, es wie. ist, ich denke, es ist auch psychologisch. Wir müssen immer jeden Tag daran erinnert werden. Immer jeden Tag an Corona erinnert werden. Ich glaube, es ist auch psychologisch gewesen. Und ich habe mal etwas gehört von einer Psychologin, dass sie gesagt hat, wenn du etwas, wie lange? 20 Tage machst oder musst durchziehen, dann wird es normal. Okay, Und interessant, ja. vielleicht, also ich finde das interessant, weil wir haben, jetzt haben wir September, wenn jetzt angefangen mit der Maskenpflicht, August. Hey, wir haben Weiß gar dort nicht, immer noch jetzt auch Sommer gerade gehabt, früher, kann man oder? sagen. Weiß gar Ja, nicht, sogar ja. noch früher. Und ich verstehe es einfach nicht. Was hast du mich vorhin gefragt? Was ich noch. Genau, hat mir Aha, Wunder genommen. Red du? wegen den Leuten, die mir die ganze Zeit schreiben. Ich habe eigentlich an Sie eine Frage. An all die Leute, die mich angegriffen haben, die mich beleidigt haben. Und meine Frage ist jetzt nur, die reden von solidarisch, von Meinungsfreiheit, von Demokratie zum Teil. Hat mich auch erstaunt. Ich stelle Hammer Koch nervös ein paar Fragen. Apropos, warum ich ihm die Frage gestellt habe, wenn ich ihm ein E-Mail schreibe und ihn, ja, bitte, ob ich ihm ein persönliches Gespräch mit ihm haben. Wir wissen alle, dass er sich auf das nicht wird einlassen, weil es sind ja hunderte Leute, die vielleicht mit ihm mal reden wollen. Und wegen dem habe ich auch das dort genützt. Ich habe das genützt, ich habe ihn vor mir gehabt und habe gedacht, Melle, jetzt kannst du wirklich mal deine Fragen stellen. Das habe ich gemacht. Und meine Frage an euch ist eigentlich, was ist daran so schlimm? Ich habe ihn etwas gefragt gehabt. Warum muss man mit so viel Wut auf mich zurückschießen? Ich verstehe es nicht. Ich habe niemandem etwas gemacht. Ich habe niemanden beleidigt. Und ich muss mir so Sachen die ganze Zeit anhören. Und das ist auch der Grund, warum ich muss darüber lachen. Es macht keinen Sinn. Ich stelle eine Frage. Und schaut mal, was passiert ist. Wie weit das es gekommen ist. Ja, und weißt, die Sache ist, ich habe ja den Daniel Koch ungeschminkt gezeigt, so Zombie, ein paar Das Fans habe haben ich da. gesehen. Genau. Und ich habe dann ein Mail bekommen, ja, es war erst lustig, aber jetzt ist Mobbing. Ich habe ihn korrigiert, das wäre kein Mobbing, das wäre Bullying. Aber es ist auch kein Bullying, weil es ist Satire und der Mensch war in einer mächtigen Position gewesen. Schlachtet es jetzt aus, sind seine Prominenz rübergekommen, haben so Bücher verkauft in die Grossmünsterkirche. Und vom Blick zu, was sich da überall hin und her tingelt und seine Prominenz dort kultivieren und geniessen, Geld verdienen daran und zu einem einfach einstecken. Von daher haben wir Satire, Redefreiheit, Meinungsfreiheit.
Und am liebsten würde ich jeden Tag jetzt das Bild zeigen von Daniel Koch, wie er ungeschminkt aussieht. Aber aus ästhetischen Gründen würde ich das meinen Zuschauern mir selber ersparen. Sie haben noch Das gesagt, wegen Herrn Koch, von wegen, er hat sich ja mega gut gewehrt gegen uns und wir haben ihn ja angegriffen. Und wenn ich sie frage, wo habe ich ihn angegriffen, erklären sie mir, wo bin ich? Ich meine, erstens, er zieht Masken ab. Er hat den Abstand, interessant. Gerade ist mit 2 euch Meter gewesen. versüchten, ihr mit euch Ja. versüchten Menschen, ja, gerade ihr versucht Genau, es ja und über besonders das redet gefährlich. niemand, Dani. Über das, der Blick erwähnt es nicht, Tele Zürich erwähnt es nicht. Niemand erwähnt es, dass der Herr Koch die Masken abgezogen hat. Warum nicht? Genau das wäre ja eigentlich ein Skandal, finde Aber ich. du bist doch auf dem 6-Leuten-Platz immer gestanden mit mir. Und du hast ja gesehen, die Polizei hat uns geredet, die geheißen da, die Peace Force da, mit uns doch quasi reden zum Schlichten. Niemand Masken an, alle Polizisten Masken an. Niemand. Und dann Aber für sie legen sie zählt es auch Masken an, nicht. dann kommen die Fotografen, legen sie Masken an und dann gehen sie ins Getümmel und kein Fotograf im Mainstream hat einmal die Idee gehabt, zu zeigen, hey, schaut mal, die 2 Stunden bevor sie da reingeschritten sind, haben sie mit den Demonstranten diskutiert und geredet und gelacht zum Teil, ohne Problem. Und plötzlich, wenn sie die Leute verhaften müssen, dann ist es plötzlich auch wichtig, dass die Masken überstreifen. Ein völliger Humbug. Aber das ist ja Propaganda. Ja, mega. Aber eben, er hat schlussendlich alle sagen, das wäre noch, das ist sehr gut gewesen. Ganz viele Leute haben gesagt, hey, das könnten wir wirklich gut brauchen, dass er dort die Masken abgezogen hat. Das können wir wirklich. Aber die Medien brauchen ja das natürlich nicht. Es geht ja darum, dass ich noch Angriffe habe. Aber ja, lassen wir das jetzt schnell losstehen, weil ich finde, alle haben mir geschrieben, der Herr Koch hat sich so gut gewehrt gegen mich. So gut. Da muss ich sagen, das stimmt nicht. Also, er redet von Italien. Wir leben in der Schweiz. Ich rede ja von der Schweiz. Mich betrifft es ja, weil ich in der Schweiz lebe. Und Und vor er allem, kommt mit anderen Ländern, weil der hätte ja können Schweden erwähnen. Er kommt mit Italien, ich komme mit Schweden. Und eben, dort hat der Dialog gar nicht Entschuldigung. stattgefunden. Ja, sag nur. Sag nur. Entschuldigung, ich bin auch so, ich tut mir jetzt nicht mehr unterbrechen, es geht mir selber so nahe, dass jetzt wirklich der Experte meint, Italien sei ein gutes Argument. Der soll die verdammten Statistiken anschauen. Italien hat, in Norditalien hat es 4 Spitäler gehabt, die überlaufen sind. Aber Norditalien ist schon immer berühmt gewesen für besonders verseuchte Keimherdenspitäler, für eine hohe Sterberate. Ich glaube, 10-mal mehr Leute sterben an Keimspitälern in Italien als in Deutschland. Und dann die Sachen da mit diesen Wegen, und da sieht, die Bilder von den Militärwegen. Ja, dort zwar, bevor man mehr gewusst hat, ist ja das wirklich eine Furchteinflößung für eine Menge Leute, die, ja, das habe ich das komisch gefunden. Aber er braucht das im September noch, nachdem er das all die Statistiken hat. Hast du es mitbekommen mit dem Politiker, der rausgetragen worden ist? Der, der gesagt hat, dass sie überall lügen, dass sie überall gelogen haben. Das habe ich Was hat reingepostet, gehalten? einmal. Ja. Ja, der ist aus dem, wo ist er gewesen? Irgendwie in einem Parlamentshaus, keine Ahnung. Der ist rausgetragen worden von der Security, ein Politiker, weil er gesagt hat, ihr lügt überall, wo ihr könnt. Sie sind nicht an Corona gestorben, sie sind vielleicht mit Corona gestorben, aber sie tun alles unter Corona, wie sagt man, auflisten. Und das ist ein interessantes Video und das habe ich geteilt, das weiß ich. Aber eben, die Leute, ich weiß nicht, wenn sie das anschauen, macht es bei ihnen nicht irgendwie Bei so Klick. etwas Also. weiß man nicht genau, wie es ausgetragen wurde, wie der Redezeit überschritten hat, weil er gar nicht hätte dürfen Oh reden. nein, das war Gerade. eine riesige Diskussion gewesen. Das Ist das so? Ich habe schicke das ich dir völlig nachher. verpasst. Ich muss Du, suchen. mein Ruckli miaut. Du musst eine Tür ein bisschen aufmachen. Sie hat so eine Katzentür 2 Meter nebenzu, aber sie ist sich gewöhnt, dass ich aufmache, wenn ich da bin. Ich bin abgerichtet. Nein, Ja, ja. noch etwas? Ja, gern. Sag nur. Was? Die Leute, wie soll ich jetzt das sagen? Oder auch zum Herrn Koch, ich weiß nicht, wie ich das jetzt anders soll sagen. Für mich ist das alles eine Bestätigung, was ich jetzt hier durchmache, dass, wenn ich, wie soll ich jetzt das überbringen? Wenn, es ist gefährlich, Recht zu haben, wenn der Staat Unrecht hat. Irgendwie kommt es mir so rüber. Wenn du etwas sagst und du wirst so angegriffen, habe ich fast das Gefühl, du hast eine Bestätigung, dass du recht hast. Anders kann ich es nicht sagen. Ja, ich habe es mal ein bisschen anders formuliert. Man hat immer das Gefühl, man hat in einem schönen Land, bis man mal irgendeinem Punkt nicht nachgibt, weil man einfach findet, man ist im Recht. Und das ist dann ziemlich egal, ob das Ja. KESB ist, ob das irgendwelche Steuerfragen sind, ob das, ziemlich egal, was es ist.
wenn du den aufbäumst, dann kommt die ganze Macht. Wenn du Tierschutz, wenn er mit dem Kessler Tierschützer bist, da kommt die ganze Lügerei und die ganze Manipulation und die ganze, da kommt das ganze geballte System auf dich abzuregeln. Und das ist wie eine, also für mich ist Tierschutz ein bisschen Einblick gehabt, dank Erwin Kessler. Ich bin selber Aktivist, aber ich habe so viele Geschichten gehört und bin übergekommen. Und Corona ist ein Paradebeispiel, oder? Wie das System, wie der Gian Andrea Freiheit mit dem Ja, der Can. Freiheitstafel rundum auf einen praktisch leeren 16-Leuten-Platz vom Platz zerrt wird. Und die Medien tun das zwar berichten, aber finden es irgendwie wie ziemlich normal. Er hat sich halt nicht als Versammlungsverbot gehalten, obwohl er völlig live am Platz hockt. Und das ist Black Lives Matter Demo gewesen. Das ist überhaupt kein Problem gewesen. In Weißrussland die Demos ist auch kein Problem. Das ist nie ein Virus. Und eben Nur die mehr sind das Problem. Diskrepanz, genau, die Diskrepanz, wie das einfach ignoriert wird vom Mainstream, von Regierungen und auch von der Bevölkerung. Das ist schon erschütternd. Oder? Mein Menschenbild hat sich gewandelt. Wie geht es eigentlich dir mit dem Menschenbild? Hast du ein neues Bild bekommen oder Also, hast du? ich habe das Gefühl, ich darf. Am Anfang hättest du mich vor einem halben Jahr gesehen, hättest du mit mir über das nicht anständig reden können. Ich war so emotional gewesen, ich war so hässig gewesen. Ich habe nicht anständig reden, weil ich einfach verrückt auf die Welt gewesen bin. Ich finde, Beweise sind klar und wenn man nicht darf hinterfragen, stimmt doch etwas nicht. Und alle Leute, die mit Beleidigungen kommen, haben einfach faule Argumente oder bestätigen einfach, dass man immer recht ist. Und ich verstehe es nicht, warum man nicht offen ist für alle Meinungen. Dass mich nicht jemand kann fragen kann, Melanie, wieso denkst du so? Und dann zeige ich, warum. Und dann sagen sie gerade, ja, aber dass sie ignorant sind und sagen, das ist eh, das stimmt nicht. Aber es sind Experten, es sind Ärzte. Ich verstehe es einfach nicht. Zum Beispiel der Bill Gates. Kommen wir jetzt zum Bill Gates. Er sagt, ich möchte 7 Milliarden Menschen, oder nein, ich werde. Was hat er gesagt? Ich möchte oder ich werde? Ich werde Sieben sieben, Milliarden nein, Menschen. mir, nein, wir werden. Und Wir werden. das Wir ist ein missverständlich. Man kann es verstehen als mir, als Menschheit, oder? Mir. Okay. Wir haben gesagt, mir als Bill Gates Stiftung. Das ist schwierig zu interpretieren. Genau dort fängt es an. Wenn ich sage, Bill Gates hat selber gesagt, er möchte 7 Milliarden Menschen auf dieser Welt impfen. Und dann sagen andere, ja, aber er meint das gut. Und ich so, ja, sicher. Es gibt da Berichte, was er in Afrika und Indien gemacht hat. Aber eben, da wird man gerade als Verschwörungstheoretikerin abgestempelt, wegen denen, was ist in den Impfungen drin gewesen, dass sie sich nicht können fortpflanzen, irgendein Hormon. Und er möchte ja Weltbevölkerung reduzieren oder stoppen. 15%, das hat er selber gesagt, das sind ihm seine Worte, wo ich einfach tue, wiederholen. Und wenn ich das den Leuten gebe und mit ihnen darüber rede und dass dann Frau Merkel sagt, Normalität kommt erst zurück, wenn der Impfstoff da ist. Oder ein Herr Drosten, ich bin nicht Fan von Drosten, gar nicht, aber er sagt, Masken bringen nichts. Über das können wir ein anderes Mal reden. Die Werte sind ganz schlecht, aber jetzt müssen alle eine Maske tragen. Und wenn ich das den Menschen zeige und sage, sag mir jetzt, was davon halt ist, und sie ignorieren es immer noch, dann fragst du mich, ob mein Weltbild kaputt ist oder besser gesagt von den Menschen. Ich bin enttäuscht von den Menschen, dass sie dort nicht davon überlegen, hey, irgendetwas läuft da schief. Also Bill Gates ist, ich finde Bill Gates eine ganz spannende Geschichte, weil er hat ja gesagt, er will eigentlich, wenn er alt ist, das Geld alles verschenkt haben, wird immer nur reicher und reicher. Da ist er in Diskrepanz und er sagt, das sei quasi das Versagen von ihm, man müsse noch mehr tun und so. Und das finde ich also schon eine billige PR. Was aber interessant ist natürlich, wenn er jetzt, ist immer die gleiche Frage, sind sie dumm oder böse? Und Bill Gates ist sicher grundsätzlich nicht dumm, Ignorant. aber Aha, redest von es Bill kann, Gates, sorry. ja. Und es kann jetzt aber sein, da muss ich wirklich sagen, im Zweifel wird angeklagt. Und mein Bild von Bill Gates ist dort so negativ, dass es in ganz vielen Punkten ist. Ich kann doch argumentieren, er sagt, er glaubt an die Impfungen, das kann man ja. Und er glaubt, dass die Impfungen der Segen sind von der Welt. Und er will darum Leute durchimpfen. Und im Gegenzug aber sieht er ja die Überbevölkerung, die wir haben. Und er sieht ja, wenn man dort Leute impfen, dann sterben noch weniger Kinder, dann sterben nach seiner Meinung zumindest, ist ja gleich, ob das stimmt oder nicht, sterben noch weniger Leute. Und dann gibt es noch mehr Kinder und Kindeskinder und Afrika wird noch mehr popularisiert und so weiter.
Und dann müssen wir dann quasi im Gegenzug halt schauen, dass die Leute gut für verhütet werden. Dass er das jetzt angeblich ja illegal gemacht hat, dass der Impfstoff beigemischt worden ist, ob wir sie wissen oder nicht, das ist, glaube ich, immer noch ein hängiges Verfahren. Das ist noch nicht ein Urteil da, soviel ich weiß, aber ich kann mich täuschen, bin da nicht wirklich drin. Ich würde nur sagen, dort, es ist an Bill Gates von meiner Meinung nach wirklich schwierig zu sagen, ist er abgrundtief böse oder ist er einfach ein Ideologe? Oder dass er einfach das Gefühl hat, dann mache ich wirklich etwas Gutes. Das ist, er kann in Also, die Köpfe hineinschauen. Am Schluss spielt es keine Rolle. Er hat seine Freiheit mit einschränken, mit seiner Panikmache, die dann vor allem WHO, die Regierung und so weiter aufgenommen wird, von den Zeitungen, die man sponsert, im Spiegel 2,5 Millionen. Darum ist es ganz klar, er stiftet nicht nur Nutzen. Das ist mal mild ausgedrückt. du hast gerade etwas angesprochen wegen der WHO. Da können wir ganz viel reden von der WHO. Und da muss ich sagen, sie sind so schlecht informiert, wenn ich frage, wer ist der grösste Sponsor von WHO? Und dann Das ist sagen sie, ja, nein, sag's doch du. Und ich so, der Bill Gates. Und dann sind sie schon wieder hässig und fangen mich an zu beleidigen. Und dann sage ich, aber geht gut prüfen, was ich sage. Alles, was ich sage, müsst ihr prüfen. Und nachher sind sie auch ein bisschen geschockt. So, oh, es stimmt. Und ich weiß ja nicht, wenn man nachher nicht weiterreden kann, was geht in diesen Menschen vor? Ich In habe dem das gar Moment. nicht Vielleicht mehr. sind sie einfach geschockt. Ich meine, mich hat es genauso viel Emotionen gekostet, Zeit gekostet, das alles nachzugehen, alles hinterfragen und habe gesehen, dass das alles ein bisschen böse abläuft, hintendurch. Also, Und, man ja. kann es auch klären mit der sogenannten kognitiven Dissonanz, oder? Wenn man ein Genau. Weltbild auf etwas gefestigt hat und da kommt ein neues Weltbild ins Spiel, dann hat man einen Konflikt und der Konflikt ist unangenehm zu aushalten. Und wir alle würden Genau. gerne unsere Meinung verteidigen. Ich denke auch du und ich, wir alle, es fällt uns schwer, neue Erkenntnisse oder so plötzlich ins Weltbild zu implementieren, oder? Und das dauert oft einfach eine lange Zeit und am Anfang wird man es einfach ab. Indem dass man einfach das aggressiv auf die Seite schiebt und sagt Blödsinn, Verschwörungstheorie, das ist vielleicht nur allzu menschlich, oder? Aber das genau eben, dass man in so einem eklatant klaren Fall so etwas kann zurückweisen und nicht anfangen zu zeigen, Weltbild hinterfragen, das ist mir wirklich, das ist für mich nur erklärbar, dass es religiöse Züge hat, eine religiöse Staatshörigkeit, Staatsgläubigkeit, Medienhörigkeit, was auch immer. Anders ist es nicht erklärbar für mich. Ich habe noch eine Frage an dich. Ich sage immer, die Beweislast liegt beim Bundesrat. Apropos wegen dem Plakat habe ich ja eine Anzeige kassiert. Weil ich das Anzeige. aufgehabt. Ja, das habe ich dir, glaube ich, geschickt, das Video mit der Polizei dort, wo ich gesagt habe, er sei eine Marionette. Oder wo ich ihn gefragt habe, ob er sich so fühlt. Auf jeden Fall, wegen einer unbewilligten Demo oder irgendetwas. Dort habe ich ganz klar aufgeschrieben, Beweislast liegt beim Bundesrat. Was haben wir bis jetzt für Beweise vom Bundesrat? Was haben Sie? Also, ich bin nicht auf dem Nicht. neuesten Stand, gar nicht, aber gar nichts, gell? Sie haben nicht bewiesen, dass es nötig ist. Sie haben nicht bewiesen, dass Massnahmen etwas nützen. Und sie haben, Gar nicht? ja, sie haben nicht bewiesen. Ja. Und sie sagen dann nicht, wenn das Das Ganze zu Ende. Jetzt habe ich ein wunderschönes Nachzeichen bekommen, weil spannend. du einem Polizist gesagt hast, er ist eine Marionette. Ja, das ist, wie ist das gegangen? Das Aber ist Video eine ist auch schon Marionette schon eine zwei. Beleidigung? Das ist eine neue Meinungsäußerung, Nein, oder? ich habe ihn gefragt, was hat er für eine Meinung zu dem Ganzen? Oder wieso stellt er sich gegen das Volk? Und dann habe ich gesagt, hat er gesagt, meine Meinung zählt nicht, er darf sie nicht sagen. Und dann habe ich gesagt, in dem Fall sind sie eine Marionette. Weil, wenn Und auf ich das euch hat er als Mensch, Strafanzeige gemacht gegen dich, oder wie? ah, nein, ich habe eine Anzeige bekommen, weil ich das Plakat dabei hatte. Ich Aha, habe das eben, weil du Plakat andere, gehabt. weil du demonstriert hast, nicht wegen der Aussage, ist nicht, weil du ihn beleidigt hast oder so. Genau. Und ich Hast habe du ja einen das ganze Bussi bekommen für Gespräch das? aufgenommen. Hast du einen Noch Bussi nichts. bekommen? Sie haben mich eingeladen und ich bin nicht gegangen. Ich habe eine E-Mail geschrieben, dass ich sicher nicht voll auf Zürich fahre, dass ich sowieso, ich werde meine Aussage verweigern. Weil Und ich haben sie das sage immer, akzeptiert oder hast du jetzt Angst gehabt in nächster Zeit, dass die, weil mir hat der Heinz Rascheine die Polizei angerufen und die haben dann akzeptiert, dass ich nicht komme. Weil sie gesagt haben, ja, wenn ich eh die Aussage verweigere, ist es egal, dann muss ich gar nicht kommen. Andere haben aber müssen gehen. Und der Heinz Rascheine hat gesagt, ich müsse nicht um, wenn ich jetzt einfach nicht würde gehen, kann ich es einfach sein, theoretisch, dass die Polizei plötzlich bei mir im Garten steht und mich festnimmt am Morgen um 6 Uhr. ja, Und hast du ein bisschen natürlich, aber Angst? ich hab's Du hast schriftlich schriftlich gemacht. Ich habe gesagt, bekommen. sorry, wegen der Entschuldigung, wir haben die Videokonferenz, man hört Zeitverzögerung, es nicht richtig, ja. genau.
Aber haben sie ja gesagt, ist okay, dass du nicht gehst, oder hast du in den nächsten Tagen gesagt, dass du gehst nicht vorbei, Angst gehabt, dass plötzlich die Polizei bei dir stand? Auch wenn die Polizei da würde stehen, ich bin am Arbeiten, ich bin nicht da. Ich nein, höre zu früh, ja. ich habe es ja kommuniziert, ich habe ja geschrieben, ich komme nicht, weil ich meine Aussage verweigere. Gebe es weiter am Staatsanwaltschaft oder wie sagt man da? Ja. Ja, gebe es weiter. Ja, eben, Und weißt, ich habe bis theoretisch heute reicht nichts das mehr nicht. gehört. Theoretisch musst du Folge leisten, wenn du das Aufgebot überkommst. Aber bei so kleineren Sachen kommen sie bei der Regel nicht. Aber theoretisch hättest du schön verschrecken können, wenn es plötzlich am Morgen um 17:30 in der Tür geläutet hätte, oder? Aber ist ja jetzt Das gut, wäre dass das nicht lustig passiert gewesen. ist. Das wäre lustig. Nein, 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 nein. Ja, für viele ist Nein, das sehr ich finde es im belastend, Fall, ja. ich finde es wirklich mega lustig, dass, wenn man der Polizei gegenübersteht und einfach zeigt, dass man nicht Angst hat, dass dann sie dich ganz anders behandeln. Das habe ich wirklich gemerkt. Und was, das Schönste, was mir passiert ist, ist in Berlin mit der Polizei. Ja, Polizei gar nicht, kenne ich halt gar nicht von ihnen. Natürlich gibt es unter denen auch die Guten. Die haben ja schon den Job hergeschmissen, können nicht mehr für das hinstehen und ich finde das super. Und in Berlin habe ich es geschafft, dass bin mit einem Polizisten ins Gespräch gekommen, habe ich gesagt, ja, schaut mal ein bisschen um, glaubt ihr an Corona? Und er hat immer gesagt, er darf nicht mit mir reden, als Mensch. Er ist im Dienst, als Polizist. Und er ist irgendwie 2 Stunden da gestanden und dann ist ihm auch ein bisschen langweilig geworden und hat mit uns angefangen zu reden. Und am Schluss habe ich es geschafft, er, wo ja sich muss an die Corona-Massnahmen halten, dass er mich umarmt hat. Und, also, wirklich richtig umarmt. Und das ist richtig, also, ich habe das so gefeiert, weil das Bild habe ich wollte richtig gegen raus tun, dass alle sehen, dass sogar Polizisten doch nicht ganz der Meinung sind. Sonst hätte er es ja Ja, nicht gemacht. also ich weiß, ich habe Polizisten, wo Stricker TV schauen, wo aus verständlichen Gründen nicht wollen, an die Öffentlichkeit gehen. Aber der Riss geht durch alle Instanzen. Da hat es Ich Richter, merke es auch Anwälte, extrem. Ärzte, alles, überall. Das Weil, merke ich weil, auch. und etwas, was man sicher kann sagen ist, und das ist eben meine Enttäuschung, und ich habe vor all diesen humanitären Veranstaltungen, selbst wenn man findet, dass das alles stimmt, mit Veranstaltungen meine ich Freidenker, das ist ja mein ehemaliger Freund, für den ich immer hacke im Moment. Selbst wenn man die ganze Panikmache gerechtfertigt, wenn man findet, das ist eine angemessene Reaktion, dass sie einfach still sind, dass wirklich, dass wir einfach mundtot gemacht und denunziert werden, diffamiert werden. Dass man nicht sagt, hey, Moment, die haben eine andere Meinung, es geht nicht, ein Amnesty oder so, Amnesty hat mal ein bisschen etwas gesagt, dass man darf demonstrieren, so wie halbherzig, haben auch Angst, dass sie dann wieder Spendengelder verlieren, das unterstelle ich jetzt einfach mal, weil ein Amnesty müsste an vorderster Front sein für die Liberalisierung. Oder für die Stoppmaßnahmen. Ja, aber es passiert halt eben doch Ja, nicht. ich sage ja, ich finde es mega schön, was ich so höre, was im Hintergrund auch so läuft. Ich habe oft gehört, bei Leuten, die beim SRF arbeiten, habe ich es gehört, dass es dort von da kriselt. Bei der Polizei habe ich gehört, dass es von da kriselt. Und das sind für mich super Nachrichten. Super Also ich Nachrichten. weiß von der NZZ, ich habe da jemanden bei mir gehabt, ich jetzt kann nennen. Und ich habe nicht gerade die gleiche Wellenlänge gehabt, aber also ich frage jetzt mal ehrlich, habt ihr wirklich das Gefühl, das ist genau alles so? Was ist eure Meinung, wie ihr die Krise gemeistert habt, jetzt von eurer Redaktion aus? Und hat sie gesagt, gehabt, sehr harte Kritik, mir ein partielles Versagen gehabt, so ungefähr hat sie gesagt, gehabt, oder? Wirklich krass, und nachher haben sie in die Pfanne hauen. Und daneben, dann kommt wieder mal ein guter Artikel in der NZZ und dann ist der Redakteur nicht lassen, angeblich der Kolumnist, weil er angeblich eben Copyright verletzt hat, aber man wüsste sicher, das ist nicht der einzige Grund, weil dann dort nicht gerade einen entlassen, der jahrelang für jemanden schreibt. Und dann kommt der Guyer jetzt da und dort wird es wieder einen Leitartikel publizieren, wo er wieder sagt, einfach alle als Verschwörungstheoretiker abstempeln, sei zu billig. Und dann ist das Gefühl, es rumort dort innen irgendwie. Aber der Guyer zum Beispiel sagt, Politik mache sich zu einfach. Aber was macht denn sie selber, was macht denn die Zeitung selber? Sie machen sich sehr viel zu einfach. Und darum die Selbstkritik, die Innenschau, die findet nach meiner Meinung praktisch nicht statt. Also, vielleicht wird intern noch darüber geredet, aber Konsequenz hat es keine. Man probiert sich jetzt aus dem. Vielleicht probiert man jetzt langsam, weil die öffentliche Meinung wirklich einfach dreht. Da kann man sagen, die öffentliche Meinung dreht. Sie sind immer noch am Schwiegen, die meisten, aber die meisten finden es dann nur noch doof. Oder viele finden es nur noch doof. Und jetzt haben wir Massenmedien.
Was mir Entschuldigung, ich das Intro mit dir, ich hätte immer so gern so viel. Also, der Gedanke kannst du abschliessen. Massenmedien haben die Möglichkeit, ihren Markenkern kaputt zu machen und weiterhin auf Panik zu tun oder langsam heimlich zu drehen und zu sagen, man kennt das Virus besser, es ist jetzt mutiert, es ist nicht mehr so gefährlich. Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich bin schon froh, wenn sie das machen. Dann lügen sie halt sich aus dieser Affäre, aber der ganze Mist muss einfach aufhören. Entschuldigung. Alles gut. Jetzt weiß ich aber nicht, was ich vorher wollte Ah, sagen. ich rede zu viel. Wo habe ich die fast Ich unterbrechen? weiß Bei es nicht, welchem aber Ding? mich würde gerne wundern, was du, wie deine Zukunft jetzt aussieht in der Corona-Bewegung. Weil du da, Oh, du die hast vielleicht Frage. Probleme, wir wollen nicht über das gross reden, aber vielleicht hast du Probleme innerhalb vom Arbeitsplatz oder von Freunden und Familie oder so, wo du sagst, hör auf mit dem Seich. Nein, Also gar ich kenne nicht. Das viele. sagen alle, ich soll weitermachen. Das ist ja eben noch das Lustige. Ich habe so viele schöne Nachrichten bekommen. Ich also wirklich, sie haben gesagt, dass ich sozusagen die Motivation bin für die anderen. Wir haben ja ein Auf und Ab, Auf und Ab. Einmal hast du das Gefühl, du hast viel bewirkt und nachher kommt wieder so ein Down, wo du merkst, hey, es nützt irgendwie alles nichts. Und wenn ich so Sachen höre, motiviert mich das. Und ich wollte einfach rausgeben, habt keine Angst, steht zu eurer Meinung. Wir wissen ja, wieso wir kritisch sind. Und ich rühre gern, ich sage es ganz offen und ehrlich, ich provoziere sehr gern mit der Wahrheit. Und wer mit dem nicht umgehen kann, soll mir einfach das Gegenteil beweisen. Das ist alles. Und ich sage es immer wieder an Leute, die mich angreifen. Zu dem, was ich sage, zu dem, was ich poste. Solange dir keine Gegenargumente hat oder beziehungsweise Fakten, ich möchte nur Fakten, alles andere bringt nichts, beweist mir einfach das Gegenteil. Ich bin offen für das. Ich will ja, ich will nur die Wahrheit. Nur die Wahrheit. Und alle, die etwas haben, was mit der Wahrheit zu tun hat, nur kommen. Ich bin wirklich offen für alles. Egal, wie schlimm das ist und wie gut. Am 19. September ist auf dem Turbinenplatz die nächste Demo, schon bewilligt, glaube ich. Ich Und bin dabei. genau, ich bin als Redner angefragt worden und ich bin eigentlich kein Freund, ich bin nicht ein Freund von der Frauenquote, aber ich bin ein Freund von Wow. Qualität. Wieso tust du Gang. nicht? Nein, ich gehe schon. Die Frage ist, wieso tust du nicht reden? Ich finde, Ich rede nie. Auch auf dem ich biete dir meinen 6-Leute-Platz habe ich Slot nie geredet. an. Ich biete dir meinen Slot Wie? an, wenn ich es Aha. durchsetzen kann. Dass du dort kannst reden für mich oder mit mir, und dann gehen wir zusammen auf die Bühne, machen wir es miteinander. Was wir in der Rede nicht können machen, machen wir auf dem Turbinenplatz. Können wir darüber reden, ob da die Veranstalter mit einverstanden sind, natürlich. Sonst geht Ja, es aber nicht. weißt du, über Corona ist alles gesagt worden. Ja, Weißt du, was ich ja. meine? Ich habe das Gefühl, ich wiederhole mich und wiederhole mich. Es Weißt ist schon du was? okay, ich kann mich schon wiederholen, aber ich weiß nicht, ich bin gut. Ich rede nicht Der so gern Trick und ist, vor den immer neue Menschen. Blickwinkel zu finden, um immer wieder das Gleiche zu erzählen. Oder es wendet sich ja schon, es wird immer irrsinniger, das kann man sagen. Es wird immer irrsinniger. Jetzt hat's, ich weiß einfach, dass ich es zeigen kann. Jetzt, also, es ist wirklich, da hat mir eine Zuschauerin zugeschickt. Hast du es mir gehört mit den gefährlichen Liedern? Muss ich ja zeigen. Da. Ich kann es leider jetzt nicht einblenden, aber ich kann es schon reinbringen. Demnach Mach mal. sollen Lieder, Focus Online, demnach sollen Lieder wie Happy Birthday die Übertragung von Covid-19 begünstigen. Anders Hey, als bei weniger gefährlichen Liedern. Also hey, da ist na. Fokus wirklich jetzt von gefährlichen Liedern. Hey, Das na. ist unglaublich, nicht? Es kommt Es immer neue geht gar. Irrsinn. Wir sind in Schweden, Idiokratie, oder? Und was denken die Menschen, die das lesen? Mir geht es ja um das. Ich Da. probiere die Leute zu erreichen, wo nicht die, wo schon wach sind, die sind klar, die checken es. Die, wo wirklich völlig blickorientiert sind, Tele Zürich orientiert sind, denen mache ich keinen Vorwurf. Jemand, wo das jahrelang konsumiert, den kannst du nicht wecken. Das geht nicht. Der glaubt ihnen das. Und ich weiß auch, warum sie es ihnen glauben. Ich mache ihnen keinen Vorwurf. Früher, wo ich Nachrichten geschaut habe, hatte ich auch das Gefühl, hey, das sind Experten. Die wissen, von was sie reden. Sie haben das geprüft. Es muss stimmen, was sie sagen. Das darf man gar nicht hinterfragen. Oder? Und das ist der Grund, warum ich niemandem einen Vorwurf mache, wo den Medien alles und den Politikern
alles glaubt. Die leben in ihrer Bubble und die kommen nicht aus ihrer Komfortzone raus und die können nicht kritisch hinterfragen. Es geht nicht. Und die Leute, die ich gar nicht erreichen, die sollen dort drinnen bleiben, in ihrer Scheinwelt. Sollen sie. Das ist mir egal. Aber ich möchte die Leute erreichen, die in der Mitte sind und still sind, die nicht genau wissen, was geht da ab, wo klein kritisch sind. Die Leute möchte ich erreichen. Genau, und Also, wir alle nehmen ja. da darf man nicht vergessen, dass das sind viele, oder? Ich glaube, viele sind Ja. Starkköcher, wirklich viele. Und das heisst eben, es muss 15% erreicht sein, die lärmen, damit wirklich, wir wollen ja keine Revolution, aber damit die Revolution stattfindet, lernen 15 Leute, die das Maul aufmachen. Weil dann bereits im Ja. Hintergrund so viele andere Leute hässig, wütig, unzufrieden, am Verhungern, was immer sind, dass wenn 15% lärmen, dass es kippt. Und ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, es kippt. Also, ich muss ehrlich sagen, egal wo ich bin, sei es im Verein, sei es meine Kolleginnen, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, weil sonst kann Blick und andere, die da zulassen, unsere Gegner sind, unsere Feinde beobachten uns, das muss mir immer bewusst sein. Überall wird das so heftig kritisiert und ich kenne ganz viele Leute, die sagen, würden sie mit dem an die Öffentlichkeit gehen, sie würden sofort den Job verlieren. Sofort. Und die Kontrolle wäre mega, mega schlimm, wenn wir sagen, was im Verein so abläuft. Spielt keine Rolle, welcher Verein, ob Handball, Fußball, was auch immer, Turnvereine. Ich höre es von allen Ecken, dass mit den Massnahmen, dass das nicht immer super abläuft. Aber eben, ich halte mich jetzt zurück, weil eben, mir macht es Freude. Mir macht es Freude, weil das zeigt, dass die Menschen wirklich nicht alles so glauben, was ihnen da so predigt wird. Und du bist jetzt so voll im Auge des Sturms, stimmt nicht, weil im Auge vom Sturm ist so, glaube ich, windstill. Aber du bist jetzt so voll in die Medienwelt hineingeworfen worden, wie wahrscheinlich noch nie vorher in deinem Leben. Noch nie, nein. Gewisse Leute schüchtern das ein, andere tun das vitalisieren. Bei dir habe ich das Gefühl, dich der Zehnder vitalisieren. Du bist voll auf Angriff. Ah, es ist ja so. Es ist super, dass das passiert ist. Es sind jetzt ganz viele Menschen, ja, mit einer grossen Wut auf mich zugegangen. Ich sage immer wieder, egal was ihr über mich schreibt, egal wie ihr mich in Dreck zieht, es sagt mehr über euch aus als über mich. Ich probiere immer anständig zu sein und den Dialog zu finden. Und ich frage mich einfach nur, warum die Angst, ich nehme an, wenn mich jemand so angreift und so hässig ist, dann stimmt doch etwas bei ihm nicht, oder nicht? Darf ich das so sagen, Dani? Wenn jemand so mit einer Wut auf mich zukommt, obwohl ich ihm nichts gemacht habe, also ich habe nur an Herrn Koch Fragen gestellt und jetzt werde ich angegriffen und beleidigt. Das ist für mich eine Bestätigung, dass sie Angst haben vor irgendetwas. Oder was ist Ich das weiss nicht, Problem? ob es Angst ist oder ob es Engherzigkeit ist, dass jetzt etwas ausleben könnte, was vorher nicht können. Ganz schwer zu sagen. Aber ja, also ich kann das auch nicht sagen. Sicher, wenn es nicht die Argumente oder nicht der Intellekt auf ihrer Seite, wenn es Intellekt auf ihrer Seite hätte, würde es ja vielleicht auch beleidigend sein, aber zusätzlich auch noch harte Fakten anliefern. Und das machen sie eigentlich nie, oder? Und wenn es harte Fakten liefern, zumindest die E-Mails, die ich bekomme, ich habe das immer alles sofort, die Banken, manchmal gibt man Mühe, trotz Beleidigungen noch etwas zu antworten. Mit wieder konzentrieren wir auf, wie du sagst, auf die Leute, die in der Mitte sind, wo man noch irgendwie kann, beeinflussen. Und ich muss sagen, du hast dich also wirklich mit einem, wie soll man sagen, mit der Gelassenheit von einer Heiligen verhalten, wo du, ich muss es dir zeigen, der Artikel heisst, hoffe du, du dumme Nutte stirbst an Corona, oder? Für mein offensivsten Titel besetzt, den ich kann, und ich bin nicht ein armer Schimpfwörter. Du hast dort geantwortet in einer Geduld und Gelassenheit. Ich tue auch so antworten mit Journalisten oder so, weil ich immer denke, das wird mal öffentlich, oder? Man sollte immer vorsichtig agieren, aber du hast das wahrscheinlich wirklich wegen dem gemacht. Das ist einfach deine Natur, dass du so mit so einer Gelassenheit und Ja, Freundlichkeit früher bin ich nicht antwortest. so gsi. Früher bin ich nicht so gsi. Ich habe einfach gemerkt, okay, es sind ganz viele Nachrichten, die sehr böse sind. Wie gehe ich jetzt mit dem um? Was mache ich jetzt mit dem? Und ich habe
Ich bin darauf eingegangen. Ich glaube, sie sind erstaunt gewesen. Es hat mir auch eine geschrieben. Ich bin erstaunt, dass du mir überhaupt zurückgeschrieben hast. Und die, die böse waren, haben auch gesagt, boah, du bist auch mutig, überhaupt zu antworten. Und ich so, ja, sorry, wieso nicht? ja, und ich muss ja gelassen antworten. Was soll ich? Ich gehe nicht auf das Niveau ab. Ich habe ihnen geschrieben, wo ich bin, was sie machen. Sie sollen kommen. Wenn es ihnen besser geht, sollen sie mich umbringen. Aber das sagt ja Und mehr über sie ja. aus als über mich. Also, was soll ich machen? Und Heiratsanträge hast du keine bekommen? Wow, Im mega Ernst? viel. Wow, also es ist lustig. Also, wie gesagt, ich habe nie mit so vielen Nachrichten gerechnet, die so Weißt du, lustig schönste und gut sind. Kompliment, das du bekommen hast und gefunden hast, ist zwar eigentlich am Ende eine billige Anmache, aber es ist sehr charmant gewesen. Hast du noch Nein, etwas im es ist von Kopf? einer Frau gewesen. Und ich wollte heiraten. Nein, sie hat einen kleinen, grösseren Text geschrieben und sie hat etwa vier Sachen erwähnt, die ich fast auf brüllen habe. Sie hat geschrieben, also ich müsste vorlesen, ich hasse, oder ich kann es auch posten, weil sie hat mich am meisten geflasht, was sie alles dort reingeschrieben hat in den Kommentaren. Und sie hat mir gerade nochmal mehr Mut gemacht. Und einfach so, ja, Heiratsantrag. Ja, ist lustig, aber. Aber nicht ernst zu nehmen. Nein, Also ich will nicht niemanden ernst heiraten, nehmen. der aufgrund von einem Blickartikel Nein, heiratet. Der hat eine nein. falsche Vorstellung von dir. Egal, was er für eine Ja. Vorstellung hat, sie stimmt nicht. Aber was ich gemerkt habe, ist, dass die Männer mir besser zulassen als die Frauen. Das habe ich gemerkt. Also die Männer sind, wo mich beleidigt haben, wo mich fertig gemacht haben, eher mir zugelassen haben, wo ich auch geantwortet habe, wo sie mega baff gewesen sind. Boah, sie hat noch geantwortet auf meine bösen Fragen und Vorwürfe. Und der, ich hab's dir, hab ich's nicht schon erwähnt? Ich habe sehr viele erreicht, wo am Anfang gegen mich geschossen hat und jetzt sind sie eigentlich schon halb wach. Also sie checken langsam, um was es da geht und sind völlig baff, von wo ich die Quellen habe und was dort alles gesagt worden ist und sie gehen dem nachher. Und ich muss sagen, danke Blick vielmals, ihr habt wieder ganz viele Leute auf unsere Spur gebracht und ihr habt etwas zu beitragen. Danke vielmals. Super. Auch sie Und machen eine gute Arbeit. Sag vielleicht ich nicht gern. können also ich habe Glück gehabt heute, ich kann nichts sagen. Ich würde heute wirklich einen Blick und ich würde nichts schlecht sagen, weil ich auch wirklich gut davon komme. Neutral ist immer schon super. Ich würde sagen, so, wir könnten noch mal so eine Sammlung machen mit so vielen schönen Sachen. Wenn du die Kommentare hast, ein paar Screenshots machst oder vorbereitest, könntest du mit einem dritten Interview das mal abrunden. Du sollst zu mir ins Studio kommen. Im Studio bin ich wäre ja voll Fan, dass man 2, 3 Stunden redet. Bei dem Format jetzt über Skype finde ich es ein bisschen weniger lästig. Ich denke, das ist eine Stunde für einen Zuschauer schon eher zumutig, weil es halt eben die Tonqualität nicht gleich gut ist und eben die Zeitverzögerung. Aber ich glaube, es ist nicht dank mir. Ich habe viel zu viel geredet. Da würde ich mich schon entschuldigen bei den Zuschauern. Ich weiß, wenn man nicht schreibt, ich weiß, es ist noch zu viel. Aber ich würde mich bei dir bedanken, dass du das Gespräch so interessant gemacht hast. Viel, du redest viel, aber viel gut. Das ist wichtig. Ja, Super. danke vielmals. Ja, wie Dann gesagt, würde ich ich sagen, bin immer bereit für ein Gespräch. super, dann gibt es sicher noch eine dritte Runde. Schauen wir, was in der nächsten Zeit passiert. Und vielleicht bietet ihr als Sehr gern. Massenmedium tatsächlich an, dass du mit mir zusammen oder allein kannst in eine Live-Situation hineingehen, weil du verkaufst dich super. Unsere Sache vertrittst du super. Das heisst, Okay, danke. das wäre etwas, was ich in dem Sinne dir würde raten, oder? Und wenn mich als Sidekick nimmst oder nicht, ist gar nicht so wichtig. Ich glaube, du wirst das auch alleine meistern. Ja, Gut. wäre ich mir Also, nicht so sicher. gut. Schauen wir dann, ja. Gut, dann würde ich Bring sagen, uns in die Arena. ja, das wäre super, gell? Die Arena. Das wäre lustig. Ja, das wäre lustig. Der Breuer ist nicht mehr dort, der Journalist des Jahres, wo 500, Schon. ja, egal. Da sind wir froh. Das ist jetzt Seit aber Daniele bei Ganser habe ich wirklich nicht mehr geschaut, muss ich ja, ehrlich aber der ist sagen. jetzt eben bei Blick TV, der Breuer. Also wenn du Blick TV eine Einladung bekommst, dann ist es besser, wenn du mit mir gehst. Ich könnte mir noch etwas erzählen. Nein, Okay. nein, wir sind Ja. alles Menschen. Gut, dann tun wir das Gespräch abrunden, würde ich sagen. Und
Du bleibst schnell dran, ich tue schnell das Gespräch beenden und dann kann ich mich noch unter vier Augen verabschieden. Ich habe noch etwas, nur noch kurz. Oh, Und zwar für alle nochmal, die jetzt meinen, sie müssen mich gerade nochmal angreifen. Ich finde, löset euch von der Angst, lebt, umarmt euch, küsst euch und lacht wieder. Das tut viel, also das tut viel, das bewirkt so viel Gutes, gute Energie statt schlechte Energie. Und wenn ihr euch gegen das andere hinsteuern lasst, dann macht das. Aber dann wundert euch nicht, wenn es noch mehr Menschen gibt, die aufstehen, wie wir alle zusammen da an einem Strick ziehen. Das wäre alles. nicht am Strick, sondern am Strick. Das sind so schöne Sorry. Worte gewesen, dass ich es gar nicht mehr will abmoderieren. Das lassen wir gerade so beenden. Wir haben das Gespräch da beenden. Und ich wünsche allen Zuschauern viel Spaß. Ich probiere heute Abend nochmal auf Sendung zu kommen. Danke vielmals. Tschüss zusammen und danke vielmals.